das Aufnehmen immer schwerer wird. Leute, könnt ihr das nicht langsam mal verstehen? Das ist eine Qual für mich aufzunehmen. Ich mache das nur wegen dem scheiß Geld und ich bin abhängig davon. Und ja. Hallo, mein Team ist willkommen zu einer neuen Folge von Einer Games Challenge. Da machen wir die Challenge, meine Lieben, Alter. Zamorin, der hat mir geschrieben, die Hauptpart-Challenge, du darfst nur 9 Slots belegen und die restlichen musst du jeweils mit einem Brett beispielsweise oder sonst irgendwas belegen, damit du nicht noch mehr aufsammeln kannst. Das heißt, wir dürfen das Inventar nur die kleine Hotbar benutzen und nicht mehr. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht besonders leicht, aber wir kriegen das bestimmt hin, ne? Wir nehmen das Deck und zuerst mal für Eisen, dann rennen wir direkt weg und dann renne ich zu der Kiste hinten. Moment. So, nice one. Dann holen wir uns da ein bisschen was raus. So. Das Problem, ich habe gerade ein bisschen Angst, weil Gomme laggt, also gerade ein bisschen. Und deswegen könnten wir leichte Probleme bekommen, was also Performance hier angeht. Aber ich hoffe mal, das sollte nicht zu stark sein. Ja, ich muss gerade einfach vorproduzieren, das heißt, ich kann nicht warten, bis Gomme wieder geht. Also ich habe gestern schon einen Tag komplett ausgesetzt, weil Gomme einfach geleckt hat wie Sau. Und jetzt muss ich aber aufnehmen, ne? Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ich bin natürlich mal wieder wie immer das wunderbare Kind Vampir. Ich mache mir direkt mal hier, ne, wie heißt's? Meine Schere. Denn mit einer Schere kann ich dann. Okay. Voraus, ich muss natürlich auswählen. Aber gerade geht's eigentlich, gerade laggt's echt nicht, ne? Gerade läuft's eigentlich wunderbar. Und zwar muss ich ja mit, den Blättern, kann ich hier wunderschön mein ganzes Inventar voll machen. Komm, Moment. Da nochmal ein bisschen. Und nochmal ein bisschen verteilen, genau. Genau. Und der eine, der wartet auch schon so ein bisschen, ne? Bis ich dann endlich mal down bin. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Moment. So, dann muss ich jetzt mal down kriegen. Und ich kann jetzt eigentlich alles, was ich aufgesammelt habe, kann ich direkt wieder wegwerfen. Ich werfe jetzt wirklich alles weg, dass ich wirklich nicht die Regel verstoße. Und ich hole mir jetzt erstmal Blätter. Und jetzt dann darf ich das Ganze aufsammeln, damit ich natürlich dann nicht gegen die wunderbare Regel verstoße, dass ich nicht mehr wie mein, ja, Inventar natürlich dann dabei hab, ne? Um die Challenge hier natürlich nicht, um nicht zu beschummeln. So, da haben wir hier noch ein paar. Moment, einmal hier ein bisschen was. So. Genau, und das soll jetzt eigentlich ausreichen, ne? Oder? Jo. Reicht aus, perfekt. Okay, dann können wir jetzt bloß noch das Ding benutzen. Die Hotbar, das kann ich hier alles mal wegpacken. Das Blöde ist, wir können eigentlich bloß 7 Slots belegen, weil 2 von den Slots hier eigentlich schon belegt sind, weil in einem von den, von den 9 Slots muss ich einen Tracker haben und den anderen ein Schwert. Und deswegen haben wir ja von der Theorie her eigentlich nur 7 Slots, die wir frei belegen können. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich den Typen noch bekomme. Moment. Den kriegen wir auch noch. So, nice one. Okay, jetzt müssen wir ganz gucken. Ich will jetzt am liebsten irgendwas craften. Das heißt, ich hole mir ganz mal ein bisschen Holz. Das kann ich wegschmeißen. Das brauche ich nicht unbedingt. Und ich merke direkt schon den Platzmangel. Ich merke direkt schon diesen diesen mega Platzmangel, den wir haben. Aber bis jetzt geht's noch. Also bis jetzt komme ich noch ganz gut damit klar. Jetzt mache ich mir erstmal ganz kurz eine Werkbank. Moment, so. Dann einmal Brustpanzer und Schuhe. Dann haben wir schon mal ein bisschen Rüstung. Und eventuell noch eine Hose. Und dann sind wir eigentlich gar nicht so schlecht ausgerüstet. Das nehmen wir mal dahin. Okay. Dann gehen wir jetzt direkt auf den nächsten drauf, oder, ich weiß nicht, soll ich mir noch ein bisschen equipen, oder soll ich direkt auf, komm, ich renne direkt auf den nächsten drauf, ja, wir sind ja nicht so langweilige Dudes, die einfach nur die ganze Zeit equipen und so, bis sie dann so für dir sind, und dann trauen sie sich mal gegen einen nicht ausgerüsteten zu kämpfen, nee, wir sind hier richtig actionhaft drauf und rennen direkt zu Kochi2906, und den werden jetzt mal gleich mal, ey, ohne Scheiß, hab ich gerade was gekifft oder so, ich dachte, diese Kuh ist der Typ, ne, ich war mir gerade sicher, dass diese Kuh da einfach dieser Typ da ist, ey, ich glaube, ich habe von irgendwas gekifft oder so, Schub auf Drogen, what's up, so, okay, da kommt er, aber das ist gerade noch getauscht worden, das heißt, wir nehmen uns irgendeinen anderen vor, ist aber nicht weiter schlimm, so, Moment, den haben wir down, wunderbar, dann kann ich das hier mal ganz kurz, so, jetzt würde ich ganz gern den Wassereimer da haben, um mich eben ganz kurz mal zu löschen, dankeschön, so, ist da irgendwas, was ich noch brauche ansonsten? Eigentlich ja doch ein paar Dias hätte ich ganz gerne. Da schmeiß ich mal dafür Milch weg. Den Bogen nehme ich mit. Dann das hier schmeiß ich weg. Sticks brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Eisen. Könnte ich ganz gut gebrauchen eigentlich. Jetzt muss ich mir aber erstmal ganz kurz Ding holen, ne? Ganz kurz den können wir anziehen. Oh fuck! Oh Gott!
Ey, diese Schluchten und ich. Das ist ja fast so schlimm wie Kängurus und ich, oder? Egal, wir versuchen es einfach nochmal. Bis gleich. So, dann geht's auch schon direkt weiter. Und diesmal ist keine einzige Schlucht in der Nähe. Ich habe gerade schon geguckt. Diesmal, wenn jetzt noch, wenn ich jetzt in dieser Runde nochmal eine Schlucht sehe, ne, ich werde diese Schlucht voll mit Lava vollschütten. Einfach nur aus dem Grund, weil. Also. Es früher war es immer so, es waren immer Kängurus, immer. Es war nichts anderes, es waren nur Kängurus. Aber langsam beginnt sich das echt zu häufen. Langsam werden es Schluchten, dann werden es noch Haie, die mitten in meinen Aufnahmen immer da sind. Also es beginnt sich langsam echt ein bisschen zu häufen. Finde ich nicht gut, weil das Aufnehmen immer schwerer wird. Leute, könnt ihr das nicht langsam mal verstehen? Das ist eine Qual für mich aufzunehmen. Ich mache das nur wegen dem scheiß Geld und ich bin abhängig davon, Leute. Ja, okay, aber komm, bevor wir noch mehr rumtrauern, würde ich jetzt sagen, wir könnten eigentlich mal ein Holzschwert machen, ne? Ja, wir müssen jetzt eigentlich sogar ein Holzschwert machen, weil ich echt nicht mehr hab, ne? Aber bevor ich das mache, schau, ich kann es mal meinen Bogen. Moment, zack. Auf Stufe 1 ganz gerne. So, genau, auf Power. Und dann mache ich mir jetzt erstmal so ein bisschen krassen Stuff. Jetzt wollte ich mir gerade schon ein Holzschwert machen. Bin ich denn komplett dumm? Ich hab doch Dias, ey. Ich bin. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe echt irgendwas gekifft oder so. So, dann die Sticks können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht mehr. Daraus kann ich mir einen Brustpanzer machen. Den würde ich dann ganz gerne wieder haben. Das eine Gold, so. Jetzt ist das Problem, ich habe mein Inventarleiste hier gerade nicht voll. Aber ich kann die auch nicht voll machen, weil ich das. Es wird halt am schnellsten blättern gehen. Und dazu brauche ich jetzt mal Eisen. Deswegen werde ich jetzt einfach alles, was ich aufsammle, einfach wieder wegwerfen. Komm her. So, okay, jetzt haben wir erstmal drei Kills gemacht. Das kann ich mal alles dann schnell wegwerfen. So, zack, 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 zack. Darf ich alles nicht verwenden. So, okay. Jetzt ist das Problem, dass ich jetzt erstmal das. Also erstmal muss ich ganz kurz. Erstmal kann ich das hier mitnehmen, ne? Und jetzt muss ich aus dem Haufen da mir Eisen rausholen. Moment. Das heißt, ich packe mein Eisen jetzt mal darin. Und dann können wir den Rest hier wegschmeißen. So, Moment. So, jetzt habe ich das ganze Schaf getötet, um wieder Leben zu bekommen. Dann haben wir den sogar noch gekillt. Okay, jetzt muss ich gerade mal alles wegwerfen, was eben wieder nicht in meiner Hotbar ist. So, okay, und jetzt muss ich mir erstens mal hier, ne, Eisen machen. Deswegen entschuldigt bitte jetzt, wenn ich ja jetzt zwei, dreimal ein bisschen mehr in meinem Inventar hatte als die Hotbar. Ich habe sie alles weggeworfen, ich habe ja nichts davon benutzt. Aber ich konnte meine, also ich konnte mein Inventar noch nicht so voll machen, dass ich nichts aufnehmen kann. Aber ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. So, wir machen einfach ganz so eine Crafting Table. Dann eine Schere. Was? Ich könnte mir eine Ding craften. Eine Hose wäre, glaube ich, ganz nett. So. Aber jetzt hole ich mir erstmal noch mal Blätter. Jetzt hole ich mir erstmal Blätter. So, Moment. Ah, noch ein paar. Ah, okay. 40 sollten, glaube ich, ausreichen. Einmal so. Und. Zack, zack. Boah, ne. Jetzt. Moment. So. Jetzt ist mein Inventar voll. Das heißt, jetzt kann ich bloß noch die Hotbar benutzen. Und jetzt mache ich mir erstmal ganz kurz einen Helm. Die Schere kann ich wieder wegwerfen. Die brauche ich nicht mehr. Und dann gehen wir jetzt auf den nächsten drauf. Es leben auch gar nicht mehr so viele. Es leben noch 6 Stück. Das heißt, wir haben auch ganz gute Chancen, die Runde zu gewinnen. Wir haben auch gar nicht schlechtes Equip dabei. Das ist eigentlich ganz nice. Wir haben noch ein bisschen Eisen gefunden. Okay, hinter mir ist einer. Genau, schieß mich mal ab, wenn du meinst. Denn ich haben wir jetzt. Okay, dann hat der. Eventuell der Dia-Schule hätte ich ganz gerne. Da werfe ich mal ganz das hier weg. So. Da wäre eine Werkbank. Die wäre eigentlich auch ganz. Wobei, wenn ich Dia-Schule habe, brauche ich die nicht mehr. So. Okay, jetzt hat er noch irgendwas. Okay, der hat noch Dias. Die hätte ich ganz gerne. So. Komm schon. Dias. Und dann hätte ich ganz gerne noch die Steaks. So. Also, ich schon bei der Challenge ist es halt echt so. Man braucht einfach viel, viel mehr Zeit, um eben das Ganze zu sortieren und alles. Und. Um den Loot eben mitzunehmen. Das ist halt die Schwierigkeit. Und ich muss manchmal echt umständliche Sachen machen, wie zum Beispiel das Gold wegschmeißen, dann das hier benutzen, dann wieder das Gold aufsammeln. Also ist nicht ganz einfach. Und Pfeile nehmen ja auch einen Platz in der Hotbar weg, die ich da sonst eigentlich irgendwo im Inventar rumschwimmen hätte. Jetzt komme ich da nicht rauf. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt gehe ich auch mal ganz kurz da rein, dass wenn dann der Typ da oben kommt, der Mr. Overboss, dass wenn der kommt, dass der mich dann nicht irgendwie abschließen kann oder zumindest dann nicht hier runter muss und erst in die Höhle rein und mich nicht irgendwie von oben direkt attackieren kann. Ist, glaube ich, keine so schlechte Idee, aber der kommt ja auch nicht, ne? Der steht da so ein bisschen, chillt da so ein bisschen sein Leben rum. Da unten wäre noch eine Werkbank, aber ich kann nichts machen.
Ja, da steht er immer noch. Kommt der jetzt? Ich weiß nicht, was der da oben macht. Ich weiß echt nicht. Okay, jetzt ist eh gepostet worden. Ganz kurz mal. Wir haben jetzt einen krassen Nachteil, weil ich einfach nicht hochkomme, ne? Muggel. Oder Swaggy PvP. Wir haben gerade einen krassen Nachteil, weil wir einfach nicht hochkommen. Und ich weiß nicht, wo die sind. Dann kommen wir zeigt irgendwie in die Richtung an. Okay, da ist Muggel. Aber ich track einen anderen. Ah, ich track den da oben. Moment. So, den kriege ich jetzt. Komm. Wir gehen mal ein bisschen höher, damit wir ein bisschen besser treffen können eventuell. Komm schon. Ah. Okay, die haben einen krassen Nachteil an Treffen. Entweder bin ich gerade echt zu behindert und zu kacke. Oder wir können den echt nicht treffen. So, Moment. Einmal den sollten. Den haben wir. Okay, nice. Ich weiß nicht, warum er jetzt einfach runtergesprungen ist. Aber gut, wenn er meint. Okay, dann gehen wir mal auf Muggel. Der ist da unten. Aber vorhin crafte ich mir ganz kurz mal. Einmal nutze ich die Chance, um mir eine schöne Dia-Chest zu machen. Oh, Moment. So, ich hab grad auf meine Hose. Habe ich nicht gerade noch eine Hose angehabt? Ich weiß nicht, wo die hin ist, aber ich mache mir einfach mal eine neue. Ich weiß jetzt echt nicht, wo diese Hose hin ist, aber ich habe jetzt einfach eine neue gemacht. Okay, dann gehen wir mal auf Muggel, der da unten irgendwo rumchillt. Da haben wir noch ein paar Damage-Tränke, die sind, glaube ich, ganz nice. Dann mache ich hier runter und zack. So, die haben wir jetzt damit wunderbar in die Lava gekickt. Eigentlich ganz nice Move. Dann würde ich sagen, springen wir mal runter und zwar zu dem Schaf da. Sneaken. So, dann einmal Schaf töten, damit wir wieder Leben kriegen. Und jetzt holen wir uns den. Muggel. Ich sehe genau, was du stehst. Jetzt ist er geportet worden, Aber den... So, oh, okay, den haben wir auch. Gut, es sind bloß noch einer, bloß noch Muggel. Okay, jetzt muss ich ganz kurz mal wieder mir wieder eine Eisenhose zu machen. So, okay, nice. Okay, da liegt noch ein Diagrün. Ich glaube, ich werfe den da mal weg. Dann gebe ich mir ein bisschen Level. So. Ich hätte ganz gern... Ah, das ist so krasses Zeug, ne? Ich hätte ganz gern... Eigentlich, ja, die Ding, genau das hier, so. Okay, jetzt sind wir fast voll dir. Ist da irgendwas, das ich mitnehmen könnte? Da wäre noch ein Trank, den ich ganz gut gebrauchen könnte. Moment, den würde ich sagen, nehmen wir auch noch mit. Und zwar den Speed oder Gift, weiß ich gerade nicht. Was glaubt ihr, wäre besser? Ich glaube, fast schon Gift. Weil mit dem Gift haben wir einfach... Also, wenn wir mit dem Gift was Gutes anstellen, dann hat Swaggy PvP wirklich gar keine Chance mehr. Okay, Leute, jetzt sind wir bei einem Kampf. Jetzt, eigentlich müssen wir gewinnen, weil wir haben ultra gute Rüstung, aber die Erfahrung hat ja gezeigt, wie das manchmal ausgehen kann, deswegen bin ich jetzt mal nicht zu optimistisch, aber es sollte eigentlich ganz gut klappen. So, Swaggy PvP, okay, der läuft hier irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob er noch in der Schlucht ist, wäre jetzt ein bisschen langweilig. Ne, der ist da, perfekt. Das heißt, das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist den Trank hier so reinsaufen. So, den kann ich dann wegschmeißen. Das Gute ist, der hat keinen schadeten Bogen. Das heißt, der macht mir fast keinen Damage durch meinen Energietrank. Okay, komm. Der hat Goldaffe gefraced, aber das will ihm nichts bringen. Genau, springen wir mal da rein. Dann kann ich hier wieder einen Pfeil abgeben und damit bringt er den Goldaffe jetzt gar nichts mehr. So, okay, einmal hier hin. Ja, komm. So, okay. Das war jetzt ein nice Bogenkampf, vielleicht nicht ganz so spannend, aber auf jeden Fall haben wir gewonnen. Nice Sache, GG auf jeden Fall an dich auch, Swaggy PvP gut gespielt. Und ich würde sagen, das war die Folge Ender Games Challenge. Die Challenge war jetzt echt nicht so schwer. Ging eigentlich gerade voll klar. Und auf jeden Fall würde ich mich über ein Like darüber freuen. Lasst doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir weiter Challenges in die Kommentare. Die kommen dann vielleicht beim nächsten Mal dran. Vorausgesetzt, ich bin dann wieder zurück, weil das ist vorproduziert. Ich weiß, ich sag's in jedem Video, aber vielleicht bekommt es ja manche nicht mit. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine lieben Cubies.